Seht ihr das? Jetzt kommt nämlich der professionelle Streamer. Die Steuerung ist einfach. Benutze den B-Knopf zum Springen und den Y-Knopf zum Schlagen. Ja, in diesem Spiel wahrscheinlich auch nochmal anders, ne, als früher. Hinweisschilder kannst du lesen, wenn du dich davor stellst und den A-Knopf betätigst. Der L-Stick dient der Steuerung. Doch jetzt, genug der vielen Worte, auf zum Schloss. Wisst ihr was? Die Challenge ist nicht nur alle zu lesen, sondern sie alle auch zu zählen. Was steht drauf? Dort vorne ist das Schloss der Prinzessin. Sieh dich zunächst hier im Schlossgarten um. Die Steuerung ist ganz einfach. Drücke den B-Knopf, um zu springen. Das ist dasselbe nochmal. Schläge kannst du mit dem Y-Knopf ausführen. Mit dem Y-Knopf kannst du auch Sachen halten und wegwerfen. Oh, das erfährt man sogar hier schon. Obwohl man es im Schlossgarten, glaube ich, gar nicht probieren kann. Drückst du ZL, dann drückt sich Mario. Schilder kannst du mit dem A-Knopf lesen, wenn du direkt davor stehst. Du kannst auf Bäume und Stangen klettern, wenn du gegen sie springst und den L-Stick nach oben bewegst. Durch Bewegen des L-Sticks zur Seite kletterst du umherum. Mit dem B-Knopf kannst du nach hinten wieder abspringen. Du kannst sogar auf der Spitze einen Handstand machen. Springst du aus dem Handstand von einem Objekt ab, machst du einen unglaublich hohen Sprung. Schilder kannst du mit dem A-Knopf lesen, steht sogar auf dem Schild da. Dankeschön. Okay, ich probier's mal. Drücke ZL, um in die Hocke zu gehen und einen Hang nach unten zu rutschen. Das ist eine Funktion? Das war so gedacht, dass man das manchmal macht? Betätigst du aber ZL während eines Sprungs, führst du eine Stampfattacke aus. Du machst einen Rückwärtssalto, wenn du stehen ZL drückst und springst. Stimmt, hier lernt man wirklich die ganzen Moves, ja klar. Auch in der Spielanleitung, aber die Schilder hier ergeben Sinn. Gehst du im Laufen in die Hocke und springst, machst du einen Weitsprung. Bester Move. Es gibt weitere Varianten zu entdecken. Nimm dir Zeit und versuche andere Kombinationen zu finden. Schwimmen für Anfänger. Drücke den B-Knopf für einen Schwimmzug. Bei richtigem Timing kannst du sehr schnell schwimmen. Das schreiben die hier sogar. Guck mal, man kennt dieses Timing, aber ich kenne es nur durch Speedruns, sodass mir irgendwer erzählt, yo, wenn du genau richtig A drückst, dann kommt so ein gewisser Sound, dann schwimmst du schneller. Aber sie haben es hier einem auch schon zumindest gesagt, dass es geht. Halte den B-Knopf gedrückt, um mit den Füßen zu paddeln. Mit dieser Technik bewegst du dich langsamer im Wasser. Bewege beim Schwimmen den L-Stick nach oben, um zu tauchen, und nach unten, um zu steigen. Sie haben sogar die invertierte Steuerung erläutert. Du kannst aus dem Wasser springen, wenn du an der Wasseroberfläche den L-Stick nach unten bewegst und springst. Beachte, kein Mensch kann unter Wasser atmen. Kehre zurück an die Oberfläche, wenn deine Luft zur Neige geht. Ach ja, Türen, die sich unter Wasser befinden, kannst du nicht öffnen. Aber vielleicht findest du ja einen Abfluss. Alter, was in diesem Spiel wird nicht auf diesen Schildern stehen? Mario hat gerade Prinzessin Toadstools Schloss erreicht und macht sich auf die Suche nach den Powersternen, sagt das Lakitu. Unser wagemutiger Kollege wird ihm auf dieser heiklen Mission begleiten. Er dient der Steuerung der Kamera. Bewege er nach oben, um dich richtig umzuschauen. Du kannst die Perspektiven beliebig verändern. Sollte sich der Blickwinkel einmal nicht verstellen lassen, erklingt ein Warnton. Drücke B, um weiterzuspielen. Kameramodi werden mit R geändert. Genauere Erklärungen hierzu werden wir euch zu gegebener Zeit mitteilen. Damit zurück zum Hauptfilm. Na, wen haben wir denn hier? Es ist niemand zu Hause, also verschwinde besser wieder. Es gibt drei verschiedene Sprungtechniken. Du musst sie alle beherrschen, um die Aufgaben zu meistern. Doch, die Schilder habe ich mal gelesen. Versuche zuerst den Dreisprung. Renne und springe dreimal direkt hintereinander. Mit dem richtigen Timing wird jeder Sprung höher als der vorherige sein. Weiter zum Weitsprung. Während du rennst, musst du ZL und dann den B-Knopf drücken und nun der Wandsprung. Das ging schnell. Springe gegen eine Wand. Sobald du die Wand berührst, musst du wieder den Sprungknopf drücken. Weil die haben ja Missionen eingebaut, die einem das erklären. Zum Beispiel Wall Kicks Will Work in Kulko Mountain. Da lernt man den Weitsprung ohne dieses Schild. Es ist so seltsam, wie viele Schilder dieses Spiel hat. Alles verstanden? Dreisprung, Weitsprung, Wandsprung? Dann heißt's üben, üben, üben. Du kannst die Wandbilder jederzeit verlassen, um in die Schlosshalle zurückzukehren. Man wird einfach gespoilert, wenn man das zuerst liest. Bleib einfach stehen, drücke Plus, um das Spiel zu pausieren, und wähle Kurs verlassen. Du musst nicht alle Sterne einer Welt finden, um den nächsten Abschnitt betreten zu können. Findest du einen Stern, erhältst du einen Hinweis, wo sich der nächste Fundort befindet. Aber du musst die Sterne in keiner bestimmten Reihenfolge finden. Die Wahl liegt bei dir. Okay, let's go. Wie man Schilder liest, hast du offensichtlich bereits herausgefunden. Auf die gleiche Weise kannst du mit anderen sprechen. Dankeschön. Setze deine Fäuste ein, um dich zu verteidigen. Drücke B zum Springen und Y zum Schlagen. Drücke B und Y, um einen Tritt auszuführen. Gegenstände kannst du mit Y nehmen und werfen. Das ist ja wirklich das Gleiche, was vorhin 1:1 so da schon stand, ne? In den roten, blauen und grünen Blöcken befinden sich verschiedene Mützen. Oh, das erklären sie auch jetzt schon. Du musst die versteckten Schalter finden, um die Blöcke öffnen zu können. Bewege L nach oben und blicke dich dann mit dem L-Stick um. R nach oben. Normalerweise sorgt ein Angestellter der Lakitu AG dafür, dass du Mario siehst. Das ist die Standardeinstellung. Diese Kamera steuerst du durch Bewegen von R. Drückst du die R-Taste, wechselst du zwischen Lakitus und Marios Sicht. Vielleicht steht hier die Lazy Lakitu Sache. Lakitus und Marios Sicht hin und her. Bewege R nach unten, um den Zoom oder das Weitwinkelobjekt zu aktivieren. So nennen die das. Dies ist in allen Perspektiven möglich. Welchen Kameramodus du gewählt hast, siehst du an einem kleinen Bild.
das sich rechts unten auf dem Bildschirm befindet. Der Schattenstern vor dir wird real, wenn du die 8 roten Münzen dieser Welt findest. Das ist sehr geil, dass das erklärt wird. Drücke ZL, um in die Hocke zu gehen und einen Hang nach unten zu rutschen. Schon wieder? Betätigst du aber ZL während eines Sprungs, führst du einen Stampfattack. Das ist dasselbe Schild. Du machst einen Rückwärtssalto, wenn du den... Ja, ja. Ist da irgendwas Neues dabei? Das ist das gleiche Schild wie im Schlossgarten. Bissiger Kettenhund! Nähere dich ihm langsam und bewege R nach oben, um den Blickwinkel zu ändern. Gefährlich. Siehst du die rote Münze auf dem Pfahl? Du erhältst einen Stern, wenn du 8 dieser Münzen sammelst. Mit der Federkappe kannst du fliegen. Besitzt du sie, springe 3-mal hintereinander, um einen Flug zu starten. Benutzt du zum Starten des Fluges eine Kanone, kannst du die Flughöhe enorm steigern. Blicke dich mit R um und drücke ZL zum Landen. Besuchern ist das Erklimmen des königlichen Berges strengstens verboten. Verstöße werden hart bestraft. Niemals werden Powersterne... die ein Geschenk Bowsers diesem Ort verlassen. Ihre Macht bleibt in meinen Händen. Oh, der hat den beschenkt mit dem Powerstern. Der hat die so in den Gemälden tatsächlich verteilt an die Bosse. Ich glaube, das wusste ich auch schon teilweise. Aber cool, dass es hier steht. Kein Wort über ihren Aufenthaltsort kommt über meine Lippen. Naja, vielleicht ein kleiner Tipp. Was? Die Sternbeschreibungen zu Beginn dieses Kurses könnten sich als nützlich erweisen. König Bob-Omb. Danke, Bro. Siehst du den Block nebenan? Einfach der Nachbar. Manchmal kannst du im Innern dieser Quader interessante Entdeckungen machen. Zerstöre sie mit einem gezielten Schlag oder einer Stampfattacke, damit sie ihr Geheimnis preisgeben. Sammle so viele Münzen, wie du finden kannst. Sie geben dir verlorene Energie zurück. Die Bestleistung jeder Welt wird gespeichert. Du kannst sie jederzeit abrufen. Boah, kommt jetzt das mit den 100? In einigen Welten wirst du transparenten Herzen begegnen. Auch sie füllen deinen Powermeter auf. Je schneller du das Herz passierst, desto mehr verlorene Energie wird ersetzt. Hilfe, Mario! Mein Schloss befindet sich in großer Gefahr! Oh mein Gott, sie wurde hier irgendwie eingesperrt, bevor alles passiert ist. Ich weiß, dass der widerliche Bowser seine Hände im Spiel hat. Er hat alle Türen des Schlosses versiegelt. Nur die magische Kraft der Powersterne kann diese Siegel brechen. Aber es gibt einige Geheimwege im Innern, die Bowser nicht entdeckt hat. Einer davon befindet sich in diesem Raum. Ich hatte keine, das ist so cool. Das ist wirklich cool, die Schilder zu lesen. Suche den Eingang und finde den Powerstern, der sich darin verbirgt. Hilf uns, du bist unsere einzige Hoffnung. Fast alle Powersterne kannst du in den Wandgemälden finden, manche jedoch an geheimen Orten. Sammle so viele Sterne wie möglich, um Bowsers Plan zu vereiteln. Wir zählen auf dich. Viel Glück! Willkommen auf der Rutschbahn der Prinzessin. Hier befindet sich ein Stern, den Bowser nicht entdeckt hat. Bewege den L-Stick nach vorne, um zu beschleunigen. Wenn du sehr schnell bist, erhältst du den Stern. Also, The Castle's Secret Stars sind lore-mäßig die Bowser gar nicht hat. Die man gar nicht von ihm zurückholt. Wie cool. Schlafende Gefahren sollte man nicht wecken. Die schleichende Weisheit verleiht längeres Leben, yo. Der Schattenstern vor dir wird real, das safe dasselbe Schild, wenn du die 8 roten Münzen dieser Welt findest. In den roten, blauen und grünen Blöcken befinden sich verschiedene Münzen. Du musst die versteckten Schalter finden, um die Blöcke öffnen zu können, okay? Aber alles in Kurzform. Der Weg zur Burg ist sehr schmal. Selbst Wagemutige sollten sich langsam bewegen. Außerdem wecken leise Schritte niemanden, der schläft, was dein Vorteil sein könnte. Achtung, dieser Steg ist ziemlich schmal. Du solltest dich sehr langsam bewegen. Überschreitest du eine Kante, fällt Mario nicht in die Tiefe, sondern er klammert sich daran fest. Möchtest du wieder nach oben klettern, bewege den L-Stick in Marios Blickrichtung. Das macht man öfter mal falsch. Aus Versehen irgendwie B gedrückt oder in die andere Richtung und dann... Mario lässt die Kante los, wenn du den L-Stick in Richtung seines Rückens bewegst oder ZL drückst. Bist du in Eile, kannst du auch durch einen beherzten Sprung mit dem B-Knopf hinaufgelangen. Ich meine, okay, in dem Fall meinte ich, glaube ich, A. Einer der Knöpfe ist auf jeden Fall der zum Loslassen. Diesen Schalter kannst du durch eine Stampfattacke auslösen. Er lässt einige blaue Münzen erscheinen, die je 5 gelbe Münzen wert sind. Allerdings musst du dich beeilen, denn die blauen Münzen erscheinen nur für kurze Zeit. Während deiner Abenteuer in den Wandbildern stößt du an den Rändern auf unsichtbare Mauern. Ach so, ich dachte, sie meinen so unsichtbare Wände, die manchmal so Glitches sind und sie haben hier so eine Ausrede dafür. Okay, man kann... Hier wird erklärt, dass man virtuelle Welten am Rand nicht verlassen kann. Das ist auch interessant. Dass es wirklich einfach angesprochen wird, nicht so mäßig... Ja, in Sunshine passiert es halt einfach, oder? Da kannst du dann nicht weiter. Triffst du fliegend auf eine solche Mauer, prallst du ab. Du kannst aber den Flug fortsetzen. Really? Aussichtsplattform! Bewege R nach oben und genieße den Blick. Vielleicht entdeckst du Geheimnisse deiner Umgebung. Drücke R, um zu Marios Kamera zu wechseln. Sie bleibt ständig hinter ihm. Mit dieser Taste schaltest du auch zurück auf Lucky 2. Im Pausenmodus kannst du die zweite Kameraeinstellung wählen. Für Stativ halte im Spiel dann R gedrückt. Das ist die Stativ-Challenge! Du kannst auf Bäume und Stangen klettern, wenn du gegen sie springst. Den hatten wir schon im Schlossgarten. Und den L-Stick nach oben bewegst. Durch Bewegen des L-Sticks zur Seite kletterst du umherum. Da ist auch der Fehler. Bevor du weitergehst, solltest du nach versteckten Schaltern suchen. Oh, was? Hast du sie gefunden? Kannst du in allen bunten Blöcken besondere Mützen finden? Als ob ich hier...
Jolly Roger noch nicht machen soll oder irgendwie einen Hinweis darauf bekomme, dass ich alle Blöcke freischalten kann. Ich meine, klar muss man Mario 64 nicht linear spielen, aber... In roten Blöcken findest du die Federkappen, in grünen Titankappen und in blauen Tarnkappen. Titan- und Tarnkappen. Allerdings musst du bereits einige Sterne besitzen, um die Schalterpaläste finden zu können. Achtung, Achtung! Bevor du dich in die Fluten stürzt, solltest du dir Folgendes merken. Die Fluten? Ich habe das immer eher so wie so eine kleine Bucht mit so Nebel und so wahrgenommen. Bleibst du zu lange unter Wasser, könnte dir die Luft ausgehen. Achte auf die Sauerstoffanzeige. Schwimme zur Oberfläche oder sammle Münzen und Luftblasen, um wieder Sauerstoff zu tanken. True. Luftblasen gibt's auch. Drücke den B-Knopf, um zu schwimmen. Halt ihn gedrückt, um mit den Füßen zu paddeln. Wir müssen alles vorlesen. Egal wie oft wir es schon hatten. In den roten, blauen und grünen Blöcken befinden sich verschiedene Münzen. Oh nein. Du musst die versteckten Schalter finden, um die Blöcke öffnen zu können. Du kannst auf Bäume und Stangen klettern, wenn du gegen sie springst und den L-Stick nach oben bewegst. Es gibt hier keine echten Regeln. Ich find's nur lustig. Durch Bewegen des L-Sticks zur Seite kletterst du umherum. Dies ist die erste und letzte Warnung. Wait! All die Jahre lang waren wir illegal Trespassers? Man darf diese Höhle gar nicht betreten? Das Betreten dieser Höhle ist verboten. Man musste Gesetze brechen? Wer hat die aufgestellt? War das Bowser? Wer sich hier ohne meine Erlaubnis Zutritt verschafft, handelt sich eine Menge Ärger ein. Ahoi Landratte! Es ist doch wohl logisch, dass sich hier unten ein sagenhafter Schatz befindet. Ich hab's gerade noch gesagt. Zur Bergung musst du die Kiste in der richtigen Reihenfolge öffnen, klar. Aber ich sag nicht, wie sie lautet. Okay. An einigen Stellen herrscht extreme Rutschgefahr. Sieh am besten zuerst im Schornstein nach dem Rechten. Weihnachtsmann ist nicht der Einzige, der im Schornstein klettert. Das steht da drauf? Achtung, starke Böen. Schönes Wort. Aber es könnte auch eine aufregende Reise werden. Erinnerst du dich noch an den Weitsprung? Guck mal, das wusste ich. Renne, drücke ZL und spring. Du erinnerst dich an den Wandsprung? Auf diese Weise kannst du schnell an höher gelegene Stellen erreichen. Benutze ihn, um von Wand zu springen und Stück für Stück weiter nach oben zu gelangen. Denk an die uralte Weisheit. Übung macht den Meister. Sie kommt hier voll zum Tragen. Du machst ein Rückwärtssalto, wenn du stehend ZL gedrückt hältst und dann den B-Knopf betätigst. Seitwärtssaltos führst du aus, indem du den L-Stick entgegen deiner Laufrichtung bewegst und springst. Danke, Schild in Kulko Mountain Raum. Herzlich willkommen auf der Schlitterbahn. Bewege den L-Stick nach oben, um zu beschleunigen und nach unten, um zu bremsen. Okay, stimmt, das muss man erstmal lernen, ne? Beziehungsweise bei der Secret Slide stand das, glaube ich, auch. Hallo Mario, ich bin's, Peach. Pass auf dich auf, Bowser wird versuchen, dich mit seinem Feueratem zu versengen. Das ist doch nicht Goofy. Renne hinter ihm, hoho. Versuche mit dem Y-Knopf Bowsers Schwanz zu packen und ihn herumzuschleudern. Bewege den L-Stick im... Ich kann nur den Englischen und ich weiß nicht, wie auf Deutsch dann reden würde. Bewege den L-Stick im Kreis, um dich zu drehen. Je schneller du dich drehst, desto weiter wird der Wurf. Wahoohoohoi! Benutze, um dich zu orientieren. Du musst Bowser gegen eine der Bomben am Rand der Plattform werfen. Man erfährt alles. Das würde man so schnell einfach selber rausfinden, aber es steht hier. Drücke den Y-Knopf, um Bowser loszulassen und in Richtung der Bombe zu schleudern. Mit dem richtigen Timing kannst du sehr hoch springen. Den Dreisprung lernt man hier. Den Dreisprung kannst du ausführen, wenn du rennst und dreimal hintereinander springst. Wandsprünge sind eine effektive... Ach nee, das ist dasselbe Schild wie... Das hatten wir auch schon mal. Spring an eine Wand, sobald du sie berührst, musst du erneut springen. Okay, einfach wasted. Pass mal auf! Die Geister sind sehr schüchtern. Siehst du ihnen in die Augen, verschwinden sie. Drehst du ihnen allerdings den Rücken zu, werden sie wieder sichtbar. Attackiere sie von hinten, um sie zu besiegen. Drücke im Rennen den Y-Knopf, um einen Hechtsprung zu machen. Mit dem B- oder Y-Knopf kommt Mario auf die Füße zurück. Gehst du in die Hocke und drückst den Sprungknopf, kannst du ein Rückwärtssalto ausführen. Du machst einen Weitsprung, wenn du im Rennen ZL drückst und springst. Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl, wenn du Kisten öffnest, Ringe durchquerst oder geheime Orte erreichst. Gelingt es dir, alle fünf farbigen Zahlen dieses Bereichs zu finden, erhältst du zur Belohnung einen Powerstein. Hier werden die fünf Secrets erklärt. Und das ist die Sache. Ich fand das immer so undurchsichtig, wo in Gulliver Gumba und in Wet Dry World diese geheimen Zahlen sind. Die waren für mich an so den dümmsten, randomsten Orten. Also einfach rein zufällig, oh, hier war mal eine Zahl. Aber in beiden Situationen gibt es eigentlich einen Grund dafür. Und hier kommen sie das erste Mal zum Einsatz, wenn man durch die Ringe fliegt. Ich finde, das verbindet man aber überhaupt nicht. Man denkt sich so, ja, ich bin halt durch den Ring geflogen, das hat das Spiel jetzt gezählt. Aber in den späteren Welten verknüpft man die Funktion, finde ich, gar nicht. In den roten Blöcken kannst du die berühmten Federkappen finden. Vertraut mir, Freunde, mit einem Dreisprung kannst du starten und in die Lüfte steigen. Bewege den L-Stick nach unten, um im Flug an Höhe zu gewinnen.
Den hatten wir leider auch schon in den Text. Bewege den L-Stick nach oben, um im Flug an Höhe zu verlieren. Betätige ZL, um den Flug zu beenden und sicher zu landen. In den blauen Blöcken befinden sich die fantastischen Tarnkappen. Das hatten wir auch schon, ne? Damit kannst du durch bestimmte Mauern gehen. Nee, kann man nicht. Und Geister erschrecken. Hatten wir nicht. Nee, kann man nicht. Im Horrorhaus solltest du den Mund geschlossen halten, damit deine Zähne nicht vor Angst klappern. Das ist das beste Schild bisher. Hey, pst, pass mal auf. Die Geister sind sehr schüchtern. Siehst du ihnen in die Augen, verschwinden sie. Drehst du ihnen allerdings den Rücken zu, meine Damen und Herren, werden sie wieder sichtbar. Attackiere sie von hinten, um sie zu besiegen. Wenn du im Kreis rennst, werden noch manche Gegner große Augen machen. Nicht ganz so, aber irgendwie so ein bisschen. Einst konnte man die Tür öffnen. Zu dieser Zeit waren die Säulen aber niedriger. Oh, Fuli, du kannst so gut weibliche Stimmen machen. Ist krass. Ja, mit der Federkappe kannst du fliegen. Oh Gott, Stefan Raab redet nicht so. Ja, besitzt du sie, springe dreimal hintereinander, um einen Flug zu starten. Darf ich es mal ausprobieren? Kann ich es vielleicht mal probieren? Darf ich anfassen? Benutze zum Starten des Fluges eine Kanone, kannst du die Flughöhe enorm steigern. Das klingt ein bisschen wie Stromberg. Blicke dich mit R um und drücke ZL zum Landen. Ich weiß nicht, was das war. Es war auf jeden Fall manchmal Raab. Keine Ahnung. Aber das ist, ich habe gerade einfach nur Max Giermann nachgemacht und nicht Raab selbst, so. Germi. Jo moin. Spring auf den funkelnden Panzer. Der Krötensund eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Pyramide ist von 4 Säulen umgeben. Erklimme die Spitze der Säulen, um das Geheimnis zu lüften. Wow. Oh, wenn du springst und den B-Knopf gedrückt hältst, Digga, klammert sich Marion Objekte über ihm. Aber man darf nicht vergessen, auf diese Weise kannst du dich auch von der Eule durch die Luft transportieren lassen. Da müsst ihr immer dran denken. Achte auf den Treibsand. Ich fühle mich so scheiße. Chica, solltest du einmal darin versinken, findet dein Gemäldebesuch ein rasches Ende. Schwarze Löcher sind bodenlose Fallen, Du wirst das Gemälde neu betreten müssen. Schön, ne? Wenn du in eines dieser Löcher hineinfällst. Oh Gott. Thorsten Türme. Du bist im Land des flüssigen Feuers. Ja, leck mich am Arsch. Ich meine, ist das eine besondere Stimme? Der schreit einfach nur rum. Wenn du vom Weg abkommst, bewahre Ruhe, indem du verlierst nicht die gesamte Energie auf einmal. Was? Du verlierst nicht die gesamte Energie auf einmal. Außerdem kannst du den qualmenden Mario während seines Höhenflugs immer noch steuern. Ja, wenn du im Kreis rennst, ups, werden manche Gegner große Augen machen. Wer weiß, ob das Deutschland überhaupt irgendeinen Punkt bringen würde. Verdient hätten wir es. Ich finde, wir hätten es eigentlich mal wieder verdient. Spring auf den funkelnden Panzer, Digga, der Krötensurfer eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Keine Ahnung, Mann. Bro, auf beiden Wegen lauern Gefahren. Da ist es. Das ist mir zu schwer, Heiz ist schwer. Links benötigst du den Waldsprung, um weiterzukommen. Rechts Arbeitsplattform, Nebellabyrinth. Links, ach shit. Links schwarzes Loch, Höhlensee. Nee, das klingt nicht wie Heiz, das klingt wie jeder, der das R rollt jemals so. Rayman, schon da. Drücke ZL, um in die Hocke zu gehen und einen Hang nach unten zu rutschen, Rayman. Betätigst du aber ZL während eines Sprungs, führst du eine Stampfattacke aus. Du machst einen Rückwärtssalto, wenn du stehen ZL drückst und springst. Wir sind doch Freunde. Gehst zum Laufen in die Hocke und springst, machst du einen Waldsprung. Es gibt weitere Varianten zu entdecken. Nimm dir Zeit und versuche andere Kombinationen zu finden. Im Gegensatz dazu kann ich Murphy, glaube ich, überhaupt nicht. Oh, aber André vielleicht. Das schwarze Loch, rechts Arbeitsplattform Nebellabyrinth, links Höhlensee. Ja, gut. Sonst sauge ich deinen Blinddarm auf wie eine Nudel. Links, schwarzes Loch. Rechts, Nebellabyrinth. Geschlossen. Nee, das klang wie die South Park-Version. Ihr verdammten Schwanzlutscher. Rechts, Titanenhöhle. Links, verlassene Mine. Hier lebt ein Seemonster. Führe auf seinem Rücken eine Stampfattacke aus, damit es den Kopf senkt. Titanenhöhle. Rechts, Wasserfall. Links, links, ich bin Gru oder ein Vampir. Links, grüner Schalter. Mario! Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl. Nee, so Jack Sparrow ist zu schwer. Why is the rum gun? He's talking a little like this. Das ist schwierig. Kermit! Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl, wenn du Kisten öffnest, Ringe durchquerst oder geheime Orte erreichst.
Gelingt es dir? Ich habe nur diesen Kermit, der vom Fahrrad fällt im Kopf. Vom Fahrrad. Gelingt es dir, alle fünf farbigen Zahlen dieses Bereichs zu finden, erhältst du zur Belohnung einen Powerstern. Ey, das ist Vic aus. Das ist aber, ist das nicht wie Alblali aus Tube Clash? Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl. Wenn du Kisten öffnest, Ringe durchquerst oder einen geheimen Ort erreichst. Ich habe das null gehört. Ich habe die Parodie von Dark Victory auf Alblali nie verstanden. Ich höre das bei Vic null. Weder, dass er das so lang zieht, noch, dass er irgendwie ein bisschen so spricht. Gar nicht. Aber ich habe auch zum Beispiel Dr. Allwissend überhaupt nicht gehört, aber ich fand das trotzdem immer cool. Eigentlich könnte ich mal die ganzen Tube Clash Charaktere durchgehen, weil ich Dark Victory viel besser nachmachen kann als die eigentlichen YouTuber. Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl, wenn du Kisten öffnest, Ringe durchquerst oder geheime Orte erreichst. Gelingt es dir, alle fünf farbigen Zahlen dieses Bereichs zu finden, erhältst du zur Belohnung einen Powerstern. Das ist halt so Dr. Allwissend. Oh, das ist so cool. Oh. Okay, das ist die dreisteste Bob-Omb, die ich je be- Was? Nur weil ich kurz im Chat war. Okay, cool. Cool, ich... Danke. Was? Da steht einfach vorsichtig, Fliesen sind frisch gebonert. Mehr nicht? Das ist das Schild, was man hier immer sieht? Des Rätsels Lösung ist der Wasserstand. Willkommen zurück zu tief unten. Erwartet dich die Stadt, nachdem du den Pegel hast sinken lassen. So, das ist so ein bisschen das Dummy-Ding. Okay, aber der frühere Teil. Von Zeit zu Zeit erscheint eine farbige Zahl, wenn du Kisten öffnest, Ringe durchquerst oder geheime Orte erreichst. Gelingt es dir, alle fünf farbigen Zahlen dieses Bereichs zu finden, erhältst du zur Belohnung einen Powerstern. Ja! Yeah! Oh, das kann ich ziemlich gut. Erinnerst du dich noch an den Weitsprung? Ja, renne, drücke ZL und spring. Oh, Mimi. Uiuiui, Achtung, starke Böen. Ich meine, er redet jetzt nicht mehr so, aber... Aber es könnte auch eine aufregende Reise werden. Ich mache gerade einen kleinen Waldlauf. Komm doch später wieder vorbei. Dein Freund Cooper. Ich meine, es klang fast so ein bisschen wie ein Cooper. Benutze die Stange, um nach unten zu gelangen. Es klingt eher wie Patty oder selber. Arbeitsplattform. Rechts. Nebellabyrinth. Eingang. Es ist ein Simpsons-Charakter. Wer kommt drauf? Links. Schwarzes Loch. Aufzug 1. Pfeil. Standort. Ausgezeichnet. In den grünen Blöcken im Labyrinth findest du die phänomenalen Titankappen. Trägst du diese Kappen, bist du unverwundbar und brauchst kurze Zeit nicht zu atmen. Ich krieg's nicht hin, das klingt gar nicht nach dem Charakter, den ich meine. Das einzige Problem ist, du kannst nicht schwimmen, während du sie trägst. Ach so, stimmt, ja, mit der Metallkappe kann man ja einfach durchs Labyrinth, ohne dass was passiert, weil es so ein bisschen wie der Powerstern ist. True. True, 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 cool, 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 cool. Das sind einfach so Fingertipp-Sachen wieder. Achtung, hüte dich vor den Nebelschwaden. Sie enthalten keinen Sauerstoff. Benutze die erhöhten Plattformen, um dich auszuruhen und einen sicheren Weg zu suchen. Auf der Karte sind Unterstände als Kreise dargestellt. Den Eingang erkennst du am Pfeil. Danke, Togo-Werbung. Oh, wenn du springst und den B-Knopf gedrückt hältst, klammert sich Marian Objekte über ihm. Auf diese Weise kannst du dich auch von der Eule durch die Lüfte transportieren lassen. Lol, die Eulensache steht hier einfach nochmal. Wegen diesem Gitter. Stand das mit der Eule jemals bei Wump? Nichts, vor dem man sich fürchten müsste, ne? Wenn du im Kreis rennst, werden manche Gegner große Augen machen. Das ist das Schild? Wenn du im Kreis rennst, werden manche Gegner große Augen machen. Karl! Wer baden möchte, sollte sich besser in wärmere Gefilde begeben. Oh, denn hier ist es auf jeden Fall zu kalt. Achtung, Achtung! Versuche bloß nicht, den verkackten Berg mit deinem Drecks-Dreisprung zu erreichen. Ja, was soll ich machen? So, es ist auch schon viel zu spät. Ich glaube, Philipp will gleich schlafen. Wow, außerdem ist das Wasser sehr kalt. Deine Fitness könnte bei einem Bad großen Schaden nehmen. Das war der Bowser an der Stelle. Spring auf den funkelnden Panzer. Der Krötensurf eröffnet ungeahnte Möglichkeiten. Wow, das, was wir schon so oft hatten. Oben schwarzes Loch. Das heißt einfach offiziell schwarzes Loch. Rechts Arbeitsplattform, Nebellabyrinth. Was wird hier gearbeitet? Was ist der Rohstoff, der geschürft wird? Torf? Gas? Gas vielleicht? Carmen Geis, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung, wie die... Robert! Automatische Plattform! Sobald du diese Plattform betrittst, setzt sie sich in Bewegung, Mensch! Sie folgt einem programmierten Kurs und verschwindet automatisch, wenn du sie verlässt, Robert! Arbeitsplattform zur Beachtung! Aktiviere einen der Richtungspfeile, um die Plattform zu bewegen! Gut, und das waren alle Schilder in Mario 64 auf Deutsch. Gab ein paar Banger. Ich hatte mir mehr erhofft. Viel zu viel Text, der offensichtliche Dinge erklärt, die man eigentlich
immer durchs Gameplay beigebracht bekommen. Ich weiß nicht, warum sie das machen. Es ist optional, das ist das Gute daran. Aber diese Schilder braucht wirklich keine Sau, braucht diese Schilder. Ganz wenige Sachen sind nützlich, aber das meiste lernst du dann einfach durchs Ausprobieren und Angucken und so, oder? So, und das Ding hier. Die ist so sauer. Oh, das war's schon. Aus dem heimatlichen Nest heraus und das war's dann, oder wie? Das ist dann schon alles? Das war mal 64. Es tut weh, aber es muss manchmal getan werden.